Guten Morgen, Leute. 7.35 Uhr. Daniel geht ins Training. Viele von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, also die, die mich kennen, so, was macht der Junge denn so früh jetzt schon im Training? Ja, das frage ich mich auch. Aber darum soll es gar nicht gehen heute im Video, sondern es geht um das Thema Dehnen. Und zwar, viele von euch haben sich vielleicht schon mal gefragt oder das Gefühl gehabt, wenn sie jetzt Krafttraining machen, leidet die Beweglichkeit. Und jemand hat mir die Frage gestellt auf Instagram und diese Frage möchte ich gerne heute in diesem Video beantworten. Aber jetzt gehen wir erstmal los zum Training. Ja, Leute, wenn ihr gerade das erste Mal zuschaut oder wenn du gerade das erste Mal zuschaust, heiße ich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel, auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst noch so in meinem Leben passiert. Ja, wir fahren jetzt zum Training. Ich muss sagen, so morgens früh, die Luft ist mega nice. Es macht, weiß nicht, mega Spaß auch so ein bisschen. Ich bin ja so gar nicht der Frühaufsteher, ne? Also seit Jahren bin ich kein Frühaufsteher. Aber das hat schon irgendwie ein bisschen was, muss ich sagen. Okay, wir legen los. Ich bin gespannt, wie es ist, so früh im Gym zu sein. Heute ist Rücken dran. Und ja, let's go. Another night in the darkness, another day in the silence. It's like a bad dream that you can't wake up. Yo, im Parkhaus angekommen, so entspannt war es beim Parken hier noch nie. Ist komplett leer. Nichts los. Normalerweise muss man hier manchmal ein bisschen kämpfen. Aber ja. So, wenn das Gym genauso leer ist, dann könnte man sich daran gewöhnen, öfter früh trainieren zu gehen. Naja, let's go. Einfach das Parkticket im Auto abliegen lassen und kann hier mal 3 Stunden umsonst parken und muss das jetzt gleich mal abstempeln gehen und dann wieder runter. Dann habe ich noch ein Personal Training und ja, dann, wenn ich gleich zu Hause bin, zeige ich euch das Thema zum Thema Beweglichkeit und Dehnen und Krafttraining. Bis gleich. Wow.
What's up, Leute? So, kurzen Kaffee gemacht und jetzt zum Thema. Ich muss übrigens hier das Licht so dimmen, also weil ich habe die Rollläden runter tagsüber, weil es einfach so ultra heiß ist. Ja, aber zum Thema, solltest du denen beim Krafttraining vielleicht, ist das schlecht fürs Krafttraining oder ist Krafttraining auch vielleicht schlecht für deine Beweglichkeit und für deine Flexibilität, sagen wir so. Fakt ist schon mal, nein, es ist aus wissenschaftlicher Sicht ist es so, dass es verschiedene Studien gab sogar. Ich habe die jetzt nicht gerade parat, aber ich habe mich da natürlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich ja ursprünglich aus dem Breakdance komme und nicht meine Beweglichkeit einbüßen wollte, als ich dann mit Krafttraining angefangen habe. Und es ist nicht so, dass du deine Beweglichkeit einbüßt. Sogar, es gab eine Studie, dort wurde gemessen, wie die Muskelfaserlänge sich verhält und die Muskelfasern sind sogar teilweise länger geworden. Das heißt, du konntest dich mehr bewegen. Und dafür gibt es ja auch Beispiele von Bodybuildern, die einfach unglaublich beweglich sind. Und jeder kennt vielleicht auch so Bodybuilding-Videos, wo die auf der Bühne sind, seine Show machen und einen Spagat machen und sowas. Das heißt, nein, deine Beweglichkeit wird nicht darunter leiden prinzipiell. Warum das, glaube ich, viele Menschen denken, ist, weil sie aufhören, sich zu dehnen, weil du vielleicht Muskelkater hast zum Beispiel. Wenn du Beine trainiert hast, als Beispiel, und danach einen Spagat trainierst, dann ist es unglaublich unangenehm. Das kenne ich sogar auch von mir selber, weil es ist, tut einfach nicht gut, es tut weh, man hat Muskelkater und in Muskelkater reindehnen. Dann bist du unbeweglich in diesem Moment. Weil das sind ja wie kleine Muskelrisse und wenn du dich bei einem Muskelfaserriss, wie ich jetzt zum Beispiel momentan sogar habe, dehnst, und ich dehne mich auch hin und wieder immer leicht, damit meine Beweglichkeit bleibt, dann tut das Ganze weh. Und vielleicht scheint es dir deswegen so, als würdest du unbeweglicher werden, in Anführungszeichen. Aber prinzipiell ist es nicht so. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal daran denkst, dass du einen Muskel stärker trainierst, dann kannst du ja auch dynamisch stärker in die Dehnung reingehen. Das heißt, statische Dehnung ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber mit eigener Muskelkraft kommst du tiefer in die Beweglichkeit, in die Bewegung rein. Und es kommt da immer darauf an, wie gut du weiter trainierst, dass du beweglich bist. Das heißt, wenn du aufhörst, dich natürlich zu dehnen, wenn du jetzt Krafttraining machst oder Bodybuilding, dann sieht es natürlich nicht so gut aus für dich. Wenn du aber weitermachst die ganze Zeit, wirst du nicht in deiner Beweglichkeit einbüßen. Ein anderes Thema ist aber, wenn deine Muskulatur natürlich irgendwann so groß ist, sagen wir mal, der Bizeps wäre so groß, dass ich meine Schulter hier nicht mehr berühren kann. Das gibt es natürlich schon. Aber ich glaube jetzt besonders, die Frage kam von einer Frau. Ich glaube, bei Frauen wird das nicht passieren. Das heißt, mach dir da keinen Kopf. Du wirst nicht so einen krassen Bizeps kriegen oder so einen krassen Beinbeuger bekommen, dass du dein Bein nicht mehr richtig beugen kannst. Und das Bein anziehen ist auch meistens in der Beweglichkeit nicht jetzt so super wichtig. Aber das wird nicht passieren, dass du irgendwie das so sehr deine Muskeln aufbaust, dass du einfach deine Muskulatur zu groß ist und du deswegen Beweglichkeit einbüßt. Weil gerade Frauen denken ja immer, boah, ich will nicht so muskulös werden. Und ich sage dann immer, Mädel, ich mache das schon ein paar Jahre. Es ist gar nicht so einfach, Muskeln aufzubauen. Und das wirst auch du merken, wenn du viel, viel Krafttraining machst und jetzt versuchst halt vielleicht aufzubauen gerade oder so, dass das Ganze gar nicht mal so super, super einfach ist mit dem Muskelaufbau. Das heißt, mach dir da nicht so einen Kopf. Das wird nicht so sein. Aber du musst dich natürlich weiter dehnen. Hör nicht auf damit. Mach Beweglichkeitstraining, mach Mobility-Training. Das sollte auch jeder so oder so machen, meiner Meinung nach. Und jetzt ist aber ein wichtiger Punkt. Und zwar, wann solltest du dehnen? Viele denken ja, sie müssen sich jetzt dehnen zwischen den Übungen. Oder es ist so ein Irrglaube, so ein Mythos von früher irgendwie. Sie müssten sich vor den Übungen dehnen oder während den Übungen. Nein, mach das nicht. Denn das setzt deinen Muskeltonus runter. Und du kannst nicht so viel Gewicht nehmen und du kannst nicht so hart trainieren und du hast ein höheres Verletzungsrisiko. Kurz andehnen, wie so ein Pre-Stretch, das ist was anderes. Das kannst du ruhig machen. Das ist auch je nachdem, ich habe zum Beispiel jetzt gerade auch aktuell wieder Muskelfaserriss, aber ich hatte
auf beiden Beinbeugern schon mal ein Muskelfaser ist. Und dann musste ich, bevor ich zum Beispiel krasse Sachen gemacht habe, die meine Beweglichkeit brauchte, musste ich einfach vorher dehnen, damit das Ganze wie so, ja, wie so freigeschaltet ist sozusagen. Und genau das ist das, was dann auch das Verletzungsrisiko wieder mindert. Das heißt, du musst gucken, was für eine Belastung hast du vor? Ist es da besser, sich einfach allgemein nicht ein bisschen warm zu machen, was du so oder so machen solltest, um Gelenkflüssigkeit zu aktivieren? Aber wenn du zum Beispiel Tänzer bist, Tänzerin bist, dann brauchst du natürlich vielleicht deine Beweglichkeit sehr, sehr dringend und dann musst du auch vorher den, wenn du jetzt in den Spagat springen willst, solltest du vorher schon mal den Spagat gemacht haben. Aber um das Thema mal zu klären, du büßt nicht deine Beweglichkeit ein, wenn du weiter dehnst, aber das Dehnen wird schwieriger, wenn du gerade Muskelkater hast oder regenerierst. Und das ist das ganze Ding. Ja, hat mich gefreut, euch mitzunehmen heute Morgen zum Training, ein bisschen zu quatschen mit euch. Und schreibt mir gerne immer solche Fragen, egal ob hier in die Kommentare oder Instagram, dann beantworte ich euch gerne Fragen und kann auch gerne noch tiefer in die Thematik reingehen. Aber ich glaube, die meisten wollen gar nicht so diese wissenschaftlichen Hintergründe haben, sondern wollen einfach nur wissen, was sie machen sollen. Aber wenn du das möchtest, dann können wir das gerne mal machen. Beim Steve habe ich noch so eine große Tafel. Die könnte ich auch mal hierher holen und dann malen wir da rum und machen so wie ein kleiner Trainingslehre Unterricht. Abonnieren nicht vergessen und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.